Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab's schon wieder hinbekommen. Ich bin schon wieder nicht auf beste Exporte bei Inara gegangen. Aber glücklicherweise ist die nächste Station nicht so weit entfernt, wo wir HN-Dämpferaufhängungen kaufen können. Aber es ist gut möglich, dass wir gar nicht hätten so weit fliegen müssen. Wir müssen umplanen. Wir müssen zum Fort Xeno. Da ist es schon, Mensch. Ein Sprung, oder? Oder maximal zwei. Es ist ein Sprung. Strecke fliegen ist aber immer gut. Sind wir doch mal ehrlich. Wir haben eine Wasserwelt mitgenommen. Die 5 Minuten extra im Video. Für mich dauert das natürlich ein bisschen länger, aber ist in Ordnung. Ich mache das ja gerne. Aber gründlich wollen wir auch hier sein und mal gucken, ob es hier noch was Schönes gibt eventuell. Ja, eine Ammoniakwelt. Die ist gut, ne? Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wo hat sie sich denn versteckt? Es sind ja zu viele Nebensignale. Oder ist es eine Wasserwelt? 112. 112. Notruf. Hier. Es ist eine Ammoniakwelt. Die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Da war das hier nicht hundertprozentig umsonst. Flugmodus. Ausrichten. Ja. Ist fast um die Ecke, ne? Ich mach schon mal die Sensoren bereit. Scannen nicht vergessen. Da gibt's wichtige Daten. Na, nicht so schnell bitte. Da fliegen aber viele rum. Pink, pink. Aber leider keine Daten hier. Datenscan rubbellose. Wie ich sie liebe. Viele Nieten sind dabei, aber wenn man dann mal Daten bekommt, ne, dann freut man sich gleich umso mehr. Verbündete Polizeieinheit. Hallo, Herr Wachtmeister. Sind Sie auch wegen dem Ammoniak hier? Ist der beste Fliesenreiniger, ich sag's euch. Ne, noch ein bisschen. Und. Komm, Stückchen. Müssen wir noch ran. Bremse. Haben wir euch alle schon gescannt? Ja. Gut. Es wird geballert. Wir vertrauen auf die Drohnen. 6 Stück haben wir. 6 Schuss für den Hauptgewinn. Ich nehme den Riesenteddy. Und die 1 Million Credits. Und ja, das wird schon hinhauen, ne? Route war gesetzt, glaube ich. Oder nicht? Doch, ist gesetzt, ne? Flubdiwupp. War trotzdem schön. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Schafft er. Frameshift. Es wäre ganz cool, wenn man so Fenstereinblendungen bei OBS automatisch bei Inaktivität wieder ausblenden lassen könnte, aber naja, vielleicht für die Zukunft. Flop! Hi! Oh, stopp! Falsch. Ach so, ich habe den Honk gar nicht angewählt. Jetzt aber, vorsichtig, nicht gegen die Sonne krachen, das wäre ziemlich uncool. 13 Himmelskörper. Gibt's hier was Schönes vielleicht noch? Wasserwelten. Okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mit den HN-Dämpferaufhängungen. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Wo ist es denn? Bitte versteckt das schöne Planetchen. Wird dir gar nicht auf der Linie angezeigt. Nicht hinter der Sonne. Mach keinen Schmu-Schmu. Hinter der silbernen Platinsonne, aber wirklich, ne? Na gut, dann vielleicht hier erst das Dingeling. Ich guck mal eben, ne? 1 Millimeter weiter, da war er. Wasserwelt, cool. Aber hier gibt's noch mehr. Oh Gott, hier gibt's noch mehr. Wie viele? Aber das ist 222, das ist nicht wie gerade eben hier angezeigt. Ach, da, 222. Jetzt haben wir es richtig ausgewählt. Auf dem Frequenzband. Und dann noch eine Ammoniakwelt. Richtig? Auch 222? Oder was ist das jetzt hier? 222? 111? Wasserwelt. 3 Stück. Alter Schwede. Also wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Ne? Wir checken gleich mal. Wie wir jetzt am besten fliegen. 1, 2, 3. Ist es die hier? Nein, nicht erforscht. Das sind die beiden, ne? Ja. 1, 9. 2, 8. Ja. Und wo ist die dritte? Hier. 1, 1. Also hierhin geht's zuerst. Losfliegen.
ausrichten. Scanarbeit, die sich lohnt, wenn wir nicht abgeschossen werden. Aber hier ist alles möglich. Schon mal die Drohnen raussuchen. Rüberfliegen. Scannen nicht vergessen. Wahnsinn, ey, was hier schon wieder an Schiffen rumlungert. Nur wegen dem Wasserplanetchen hier. Nur deswegen schon mal abbremsen. Ah, zu früh. Hier behalte ich ganz gerne mal einfach die Sekunden im Auge. Das macht sich mit den Digitaltasten für die Geschwindigkeit nicht so gut. Das muss ich mir noch so ein bisschen besser manuell raufschaffen. Bei 6 Sekunden, da ist man genau auf dem richtigen Millimeter. Aber man muss vorsichtig sein. Schnell ist man hier auf 5 Sekunden und dann donnert man am Planeten vorbei. Das muss ja nicht sein. Das ist nicht so effektiv. Okay, cool. Weiter. Ein bisschen schneller geht noch. Aber nicht übertreiben. Hi, ich scanne dich mal eben, ne? Hast du schöne Daten für uns? Block, block. Und wir können. Los, Droni. Oh, was ist denn da bitte? Das ist eine Polkappe, ne? Die ist noch schön zugefroren, nicht wie unsere. Zack, zack, 7 Stück. Oh oh, ob das jetzt reicht? Sollten wir hier den Sonden trauen? Na klar, auf jeden Fall. Wir müssen ja sowieso noch ein Ziel einstellen. So, dann warst du dran, ne, oder? Ja, du bist als nächstes dran. Du hier, genau. Reicht es? Haben wir den Planeten? Ja. Abgeschlossen, das wollte ich hören. Die stehen ja alle in einer Reihe. Rübergeflogen. Na, lungern sie da auch schon wieder rum. Vorsichtig, wir sind ein bisschen schnell. Schön auf solide 7 Sekunden. Und halten. Nochmal durchscannen. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. So ist gut, genau so. Da kommt er schon. Wie majestätisch. Wasser. Grundzutat allen Lebens. Mhm, ja, ein bisschen schneller können wir. Aber nicht so viel. Und dann bei 0,3 irgendwas. Oder 0,28. Wir passen mal ganz genau auf. Jetzt? Oh, jetzt schon? Was? Unser Oberflächenscanner ist vielleicht besser geworden oder so. Aber den kann man tunen. Jetzt mal ernsthaft gesagt. Ich glaube, den kann man tunen. Bestimmt auf Distanz und auf Effektivität. Also wie viel Fläche der hier mit einer Sonde dann, ne? Fertig macht. Klasse. Ich bin begeistert. Last but not least. Kohle. Hierhin wollen wir. Ja. Ausrichten. Und rübergeballert. Dass man hier nicht für Fotos ebenso wie das restliche hat, ne, die Linien hier ausschalten kann. Das ist sehr schade. Die muss man sonst rausshoppen. Flupp. Na, hängt hier einer rum? Nee, kann nicht scannen. Okay, na dann eben nicht. Diese Wasserwelten waren eher weniger gut besucht. Die eine, ne? Da war richtig Party. Aber hier kann man chillen. Hier kann man sein Häuschen bauen und seinen Lebensabend genießen. Das ist schön. Man hat es ja auch nicht weiter, ne? Zur belebten Wasserwelt. Da kann man dann einkaufen gehen oder so. Oder doch mal in die Kneipe gehen. Ne? Ja, super. Sauberer Anflug. Auch hier wieder majestätisch blau. Klasse. 04. Richtig? Ja, 04 ist es. Dröhnchen Power. Es geht wieder los. Flup, flup, flup. Sauber. So muss das. So verdiene ich ganz gerne 1 Million Credits. Wir haben's. Wo wollten wir hin? Weswegen waren wir nochmal hier? Ach ja. HN-Dämpferaufhängungen. Fast um die Ecke. Mit super groß Assistenztrick. Super groß Azubi-Trick. Los. Fort Xeno, wir kommen. Hier sind sie wieder, ne? Jop, hier sind sie wieder. Ich scanne euch alle. Wir brauchen die Daten. Was ist das? Eine Keelback? Aber ist sauber. Kann ich nicht abschießen. Ihr seid alle sauber. Was für eine Frechheit. So, jetzt hier die 75% nicht verpassen. Zack.
7 Sekunden. Oh, alles Transporter. Aber alles sauber. Die würde ich sonst alle abschießen, aber sowas von. Nein, weiter scannen, habe ich gesagt. Haben wir alles, ne? Saubere Sache. Wir bereiten uns auf den Assistenztrick vor. Ab 8 hatten wir mal, aber das ist irgendwie anders geworden. Wir gehen ganz sauber über die 4 Lichtsekunden rein. Zack. Bis auf 4 Sekunden Ankunftszeit. Das sollte hinhauen, wenn die Station nicht zu nah am Planeten ist. Oh, 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 oh. Geht klar, ne? Geht klar? Aber knapp, sehr knapp, ne? Mutig, / doof, Fort Xeno, wir grüßen dich. Landerlaubnis, 7-5, zack. Na, zu früh. Mein Fehler. Endlich mal wieder landen. Habt ihr Werbung? Hier draußen lohnt sich die Werbung nicht, ne? Gut. 34. Stabilisieren, abbremsen. Oh, ich bin schon so lange nicht mehr durch so einen Schlitz geflogen. 34, können wir sie sehen? Ja, da hinten. Das ist ja grandios. Das freut mich. Oh, wie entspannt das hier drin ist, ne? Aber ihr könnt ruhig mal ein bisschen lüften. Ganz schön neblig hier drin. Muffelt auch ein bisschen, ne? Vielleicht mal so einen Raumduft aufhängen. Airwick Space Air. Das Vakuum soll ein bisschen riechen, habe ich gehört. Von einem Astronauten. In einem Podcast natürlich. Ich habe weniger Astronauten bei mir im Bekanntheitskreis. Okay. Und jetzt enttäusch uns nicht. HN-Dämpferaufhängungen. Wir haben jetzt... Wie viel hatten wir? 3, ne? Ich glaube, wir hatten 3. Ja, wir brauchen 8. 8. Und ich gucke auch gleich nochmal bei Inara, ob es wirklich 8 sind. Obwohl ich mir fast sicher bin. Daten verkaufen. Ach Mensch, dieses Spiel. So herrlich. 2-4 Millimensch. Und dann haben wir ja noch 3. 3 Wasserplaneten auf. Ne? Ja. Oh, cool. Das freut mich. Die kennen uns jetzt, ne? Wegen der guten Scan-Daten. Vorsichtig jetzt. Wir müssen in den Warenmarkt. Wir brauchen 5. 5 HN. 5 Stück. Ein Glück haben die auch so viel. Kostet ja fast nichts, Mensch. Flop. Jetzt haben wir 8. Wir aktualisieren den Mark-Connector. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, Inara, bitte. Das Fenster danach schließen. Nicht vergessen, Leo. Ganz, ganz wichtig. Tech Broker. Aktualisieren. Alle Komponenten sind gesammelt. Na, ist das nicht super? Und jetzt, jetzt nochmal. Wie war das? Ausstattung. Technologiehändler. Finde den nächsten Tech Broker. Von hier, das ist sehr gut. Cool. Guardian. Der nächste Guardian. Tech Broker ist... wie weit entfernt? Stopp. Warte mal, das kann ich doch bestimmt hier einstellen, dass ich hier nur die Guardian Tech Broker haben möchte, richtig? Ist das hier so ein Häkchen oder... Oder eher so ein Schalter? Wirtschaft, Zugehörigkeit... Finde ich gerade nicht. Regierung... Hungersnot... Ich suche einen hungrigen Tech-Broker. Wir bezahlen mit Brötchen. Okay, wir haben sortiert. Da ist auch gleich der erste. Ist eine große Station, ne? Aska. 464 Lichtjahre. Müssen wir durch, ne? Das ist leider jetzt nun mal so, ne? Aska. Genau, hier wollen wir. Müssen wir tanken unterwegs. Ja, schon wieder, ne? Haben wir hier auf der Station schon getankt? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Wir sollten das überprüfen. Ja, ist alles getankt. Biologische Samples können wir auch da abgeben, ne? Das ist ja eine große Station. Ja, machen wir. Wir fliegen erstmal rüber. Weg hier! Und es geht wieder los. Zurück zum Honk. Ideal ausrichten. Sprit im Auge behalten.
22 Himmelskörper. Ist aber Schönes dabei. Nein. Ausrichten. Und Frameshift. Und das gleiche Spielchen nochmal von vorne. Honky Boy. Acht Himmelskörper. Der Routine wegen gucken. Nein. Weiter Gas geben. Und Frameshift. Schon mal ansetzen. Wir müssen ja erst bei den letzten 10% oder so aufs Tier gucken. Oh, die Hitze. Die Hitze. Nein. Nicht, dass du wieder die Teile rausschmeißt. Alles wird gut gehen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Schön mit Muße, wie beim Haare waschen. Immer zwei Durchgänge. Zack, VSS. Nothing here. Gas geben. Flugmodus. Und noch zwei Sprünge, okay. Und dann machen wir den Tankvorgang. Frameshift. Honken ohne Ende. Ausrichten. Kommt gleich das Sternchen. Und beim nächsten, ne? Beim nächsten Stern wollen wir schön erstmal den Tank voll machen. VSS-Scan. Oh, 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 was haben wir denn hier für eine? Das ist eine Wasserwelt. Leicht verdiente Kohle. Wo hat sie sich versteckt? 122 oder 222? Bitte, ja, da. Bitte ein bisschen weiter weg vom Stern. Nehmen wir. Es gibt einen. Ist markiert. Jupp, raus hier. VSS. Flugmodus. Gucken. 922 Lichtsekunden. Einen Katzensprung. Schon mal auf den Oberflächenscanner wechseln. Eine einsame blaue Schönheit. Jetzt wirklich niemand. Aber ist ja auch in Ordnung. Kann ja auch mal ganz entspannt sein. Flop, zu schnell. Abbremsen. Dröhnchen. Zack. Zack und zack und zack. Dann können wir auch schon weiter. Und dann endlich beim Tech Broker. Dann holen wir uns... Ich weiß nicht hundertprozentig, wie das ablaufen wird, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass wir da erst die Möglichkeit uns quasi erarbeiten, den FSD-Booster irgendwo zu kaufen. Und dann müssen wir noch irgendwo hin und den dann kaufen. Vermute ich jetzt mal. Es war so zweistufig. Wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Frameshift. Wir lassen uns überraschen. Außerdem müssen wir uns dann noch richtig einen Plan machen, welches Modul wir austauschen wollen. Welches wir am wenigsten in der Diamond brauchen. Aber jetzt wollen wir erstmal hier aufs Ziel ausgerichtet tanken. Ja, so ist gut. Nehme ich. Ein bisschen näher ran. Aber schön. Trotzdem schön weit weg, dass wir hier nicht überhitzen. Reicht. Ist gut. Ist gut. Sollte klar gehen. Ja, geht klar. VSS bitte. Nothing hier. Wir tanken ganz kurz voll. 3, 2, 1. Ach so, nach oben gucken ist schneller. Sag das doch, Mensch. Hier mit maximaler Effektivität. Müssen wir auch mal tun, damit das hier noch viel, viel schneller geht. Da habe ich schon Sachen gesehen. Bei anderen Elite-Content-Creatern, da stand alles, weiß ich nicht, da waren 3,8 manchmal, aber es kann auch sein, dass es nur ganz kurz 3,8 waren, aber es ging auf jeden Fall schneller als bei uns. Ist ja gut, Hitze, ist ja gut, wir hauen ja schon ab. 82%, das war schon mal schlimmer. Okay, jetzt noch ein bisschen die Hitze runtergehen lassen und Frameshift. Also jetzt sollten wir doch wirklich genug Sprit haben, dass wir hier unsere Tour durchziehen können, bis zuletzt, ohne weiteren Tankvorgang. Na, haben wir das System als solches erfasst? Zwei Himmelskörper, was soll denn da noch sein? Was soll denn da noch sein? Mal eben gucken, ne? Ein paar Signale, was? Okay, Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Okay, irgendwann musste das ja mal wieder kommen. Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten. Flop. 18 Himmelskörper. Wie wunderschön. Wie hell sie ist. Eine Tageslichtsonne. Wirklich, das ist der gleiche Farbton hier wie meine Softbox rechts von mir. Ich guck mal ein bisschen rein, ne? Um Melatonin abzubauen.
Ja, so ist gut. Fühl mich gleich viel frischer. VSS-Scan. Gibt's hier was Schönes, was zum Mitnehmen? Ja, ich glaube, ich habe was vergessen zu aktivieren. Na, geht's wieder? Na, geht doch. Wunderbar. Nein, das ist nichts Relevantes für uns. Wunderbar, Flugmodus und Frameshift. Es ist fast geschafft. Wir haben das Ziel vor Augen. Ich laufe auch auf dem Zahnfleisch. Das ist auch für mich sehr hart. Aber unsere Mühen werden auch hier wieder entlohnt werden. Drei Himmelskörper, da brauche ich gar nicht nachgucken. Das sind zwei Sonnen. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendein alter Schuhkarton oder so. Frameshift. Hi, hi, hi. Oh, die haben jetzt alle Eigennamen, die nächsten Systeme. Das war doch sowas Kryptisches, wo wir hin wollten. Also das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Na, noch ein bisschen hier an der Sonne entlang grinden. VSS. Was? Wieder zwei? Und die sind schon... Eine Sekunde, da müssen wir ganz genau gucken. Nicht, dass wir da irgendwie schon mal was nebenbei mitgenommen haben. Kennen wir dich schon? Du hast diesen Planeten erfasst. Hier waren wir schon mal. Das muss sehr lange her sein. Haben wir beide schon erfasst. Schön. Na dann, Frameshift. Ja, die Bubble, ne? Da sind wir schon ein wenig unterwegs gewesen. Oh, Asuka, natürlich. Da wollten wir hin. Jetzt erinnere ich mich. 23 Himmelskörper. Ausrichten. Nullschub. VSS. Nichts weiter hier. Na dann, der letzte, alles entscheidende Frameshift. Wir suchen Wheeler Horizons, aber erstmal hier die Kühe. Treibstoff müssen wir nicht wirklich sammeln. Das machen wir bei der Station, ein bisschen weiter weg von der Sonne. VSS checken. Nichts und wieder nichts. Kommt mir wirklich gerade ganz gut, muss ich sagen. Wheeler Horizons mit dem Super Cruise Azubi Trick. Ausrichten. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Aber nicht vergessen, ich glaube, das war irgendwie zweistufig. Wir kriegen jetzt nicht direkt den Booster. Den müssen wir uns noch woanders abholen. Und da dürfen wir wahrscheinlich wieder Kohle lassen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, wir finden es raus. Ach ja, scannen nicht vergessen, ne? Na, haben wir alles gescannt? Sieht verdammt danach aus. Vorsichtig nicht, dass wir gegen den Planeten krachen bei unserem Versuch, den Trick mal wieder durchzuziehen und an sein Maximum zu führen. Wheeler Horizons ist nah dran am Planeten. Vielleicht eine kleine Ausweichskurve? Nein, no risk, no fun. Bis runter auf 4 Sekunden Ankunftszeit. Sollte hinhauen, ne? Wir werden ja sowieso schon so ein bisschen abgebremst vom Planeten. Hallöchen, du Eiskugel. Freut mich. Ja, ziehst durch. Ach, da können wir ja nochmal Gas geben hier. Also das war jetzt nicht so wirklich tricky. Es lag aber an der Einflugsschneise. Ja, jetzt. Gratulation. Manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, aber das passiert. Kommunikation, yay. So, 7,5 abwarten. Da sind wir. Guten Abend. 29 mit Werbung. Das sind meine Lieblingsstationen. Du, nein. Du, nein. Jupp, dankeschön. Oh, verdammt, warte mal. Wir hatten zu viel Lateraldrift. 29, ich sehe sie noch nicht. Die Kugel im Auge behalten da hinten. Nice, schöne Beleuchtung, muss ich euch lassen. Schön gemütlich habt ihr es euch hier gemacht. Oh, 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 oh. Ist okay, ist okay. War nur Schild. Hat nur ein wenig unsere Schilder verbraucht, mehr nicht. Oh Gott. Fast gescheitert hier. Kurz vor dem Ziel.
Aber das war nur Schild. Die haben bestimmt auch auf den ganzen Oberflächen hier Schilder. Und deswegen ist da bestimmt nichts passiert. Ansonsten stellen die mir das sowieso in Rechnung. Wir können. Fangen wir mit den schönen Sachen an. Geben wir die Biosamples ab.